Rahmen des Wirtschaftsdialoges der Tiroler Sparkasse haben wir uns heuer mit dem Thema beschäftigt, dass das Potenzial hat, die Welt der Zukunft zu verändern, nämlich die Share Economy, nämlich teilen, mieten und tauschen statt zu kaufen. Vielleicht dazu ein paar Zahlen, die Thematik verdeutlichen. 80% unserer Produkte sind Wegwerfprodukte. 80% unserer Produkte verwenden wir weniger als einmal pro Jahr. Wir geben pro Jahr Hunderte von Euros aus für Produkte, die wir niemals verwenden. Die typische Krawatte, das Buch, das niemals gelesen wird, die Geschenke, die teilweise niemals ausgepackt werden und so weiter. Jahrzehntelang stand Besitz und Eigentum für Wohlstand und Status. Und das ändert sich, vor allem in der Facebook-Generation. Die Facebook-Generation ist es ja gewohnt, persönliche Dinge mit anderen zu teilen, Fotos, Musik, Meinungen und so weiter. Und für diese Facebook-Generation ist dieses Tauschen ganz normaler Bestandteil des Lebens. Und wir haben uns im Rahmen dieser Studie angeschaut, inwieweit dieser weltweite Trend in Tirol angekommen ist. Und wir sehen ganz klar, dieser Trend ist angekommen. Beispielsweise leihen sich 25% der Tiroler jedes Jahr die Sportgeräte aus. Skiverleih ist da der Klassiker. Es gibt viele Felder, die stark im Wachsen sind. Beispielsweise 16% der Tiroler können sich vorstellen, Carsharing in Zukunft verstärkt zu benutzen, das sich hier schon rechnet, wenn man weniger als 10.000 Kilometer pro Jahr fährt. Fahrradverleih ist ein Riesenwachstumsfeld, das am schnellsten wachsende Transportsystem weltweit, auch in Tirol sehr attraktiv für die Tiroler. Also insgesamt kann man sagen, dass dieser Trend Leihen und Mieten in Tirol angekommen ist. Ein zweites großes Thema dieser Tauschökonomie ist, eigene Produkte weiterzugeben oder weiter zu verkaufen. Die Facebook-Seite Innsbruck verschenkt hat über 20.000 Mitglieder beispielsweise. Das Interessante bei dieser Studie ist, dass es nicht der Preis ist, der das Hauptmotiv ist für dieses Teilen, Tauschen und Mieten. Das ist eher im Hintergrund. Und der typische Share-Economy-Kunde ist höher gebildet, Matura und höher. Er gehört der Facebook-Generation an, ist jung, also bis 40 Jahre circa, ist postmodern und lebt einen abwechslungsreichen Lebensstil. Was war die Motivation und der Hintergedanke der Sparkasse, dieses Thema auch aufzugreifen? Der Hintergrund war, dass wir also mit unseren Apps ganz konkret gesagt und mit unserem modernsten Konto gesehen haben, dass es einen wahnsinnig starken Trend im Wachstum im Bereich von Online-Services gibt, die letztendlich auch irgendwo die Teilen- und Sparen-Idee im Hintergrund haben. Und haben gesagt, wir wollen das einfach einmal beleuchten und sagen, welche Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle gibt es aus dieser Frage Share Economy, ganz was Neues, das in viel in Diskussion ist.